Ein Hallo und willkommen zurück zu Bioshock Infinity. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, sollte das machen, damit ihr wisst, was passiert ist. Ansonsten habt ihr Pech gehabt. So, naja, okay, wir machen jetzt weiter. Ich habe ja gesagt, ich gehe schon mal nach hier. Falls ihr nicht wisst, wo das war hier. Von da hinten bin ich gekommen. Und ja, dann gehen wir jetzt hier wieder rein. Und gehen jetzt in die Waffenschmiede. Es ist nur schwer vorstellbar, dass ein Chinese wie Shen Lin es zu einem eigenen Laden bringen konnte. Dazu braucht man schon Freunde. Ja, die haben wir irgendwie gegen alle Ausländer. Was habe ich das Gefühl? So. Gut. Was guckst denn du da, Elizabeth? Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Nee. Vielen Dank. Natürlich kann ich das gebrauchen, Schätzelein. Immer Chicken Dinner, ne? Und Chicken mögen Farbige ja am liebsten. Oh meine Güte, immer diese Vorteile. Ich habe drüber gelesen. Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhi-Baum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Ja, kann gut sein. So. Was ist hier? Hallo? Stück. Ich vergewaltige eigentlich öfters Hallo? Immer F, um was aufzunehmen. Shen Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Hallo? Hören Sie das? Unten ist jemand. Da waren wir doch gerade. Hallo? Ach, hallo. Kann ich dir helfen? Verzeihung. Ma'am, entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Shen Lin. Okay. Mr. Lin, nicht hier. Er fort. Wohin? Fort? Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Mei Lin. Und wo ist er jetzt? In Club. Alle bringen in Good Time Club. Ah, okay. Club? Da waren wir doch schon, Booker, im letzten Part. Wo ist dieser Club? Booker, wir finden ihn. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi hilft Shen Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Shen Lin? Ah ja, okay, gut. Ja. Wer ist die Fliegereinheit? Good Time Club. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, ja. Finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Ja, das Witzige ist, da waren wir im letzten Part am Ende ja schon. Und ja, jetzt wissen wir auch, dass wir jetzt dahin müssen. Okay, so. Wir können ja mal ein bisschen in den Ofen hier gehen. Oder wir lassen es sein. Aber Moment mal, ich habe meine Idee. Ich will einfach mal Just for Fun was ausprobieren. Okay, bringt nichts. Ich dachte, wir könnten damit vielleicht irgendwas erreichen. So, dann gehen wir hier wieder raus aus der Waffenschmiede und zum Good Time Club, wo wir auch schon waren. Da waren wir ja schon und da meinten ja, wir müssen zur richtigen Zeit wiederkommen. Und ich hoffe, dann finden wir da auch das Codebuch für die Nebenmission. Sie ist eine Betrügerin. Sie lebt, um Unruhe zu stiften. Hütet euch vor der Hyäne. Wo? Handyman? Ja, der hat ja was gebracht. Alter, übertreib's nicht, Kollege, ne? Übertreib's nicht. Alter, chill dein Leben. Chill dein Leben. Komm her. Hier, Booker. Danke. Ich hab hier Seife. Der wirft mit Menschen. Was geht mit dem? Und irgendwie ist er resistent gegen die Sachen. Alter, ich hab gleich kein Leben mehr. Ich hab gleich kein Leben mehr. Ah doch, irgendwie schon. Warum auch immer. Alter, was zum Teufel? Komm schon her, komm zu Daddy. Okay, fangen! Dankeschön. Danke. Boah, scheiße. Boah. Alter. Heftig.
krasser Typ, auf jeden Fall. Finde ich auch auf jeden Fall gut, dass man danach... Mr. DeWitt. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen Sie Ihren Mann. Ich hoffe, du kannst mich leiden, weil ich mag dich und ich will nicht, dass du mich nicht magst. Naja, auf jeden Fall harter Typ, auf jeden Fall. Aber finde ich gut, dass man halt danach immer, ja, halt so ein Gesundheitspack bekommt, sozusagen. Tut mir leid, was ich bei den Docs gesagt habe. Von wegen Gauner. Ja? Weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt. Job ist Job. Doch, die sind aber beide nicht herzlich miteinander. Naja, okay, was soll's. So, hier könnten wir jetzt auch rein. Hier kamen wir vorher nicht rein, aber okay, hier gibt's auch nicht viel zu sehen. So, Good Time Club, wo waren denn nochmal? Hier hinten, glaube ich. Oder? Das müsste der Good Time Club gewesen sein. Ja. Jetzt müssen wir nur noch rein und Mr. Lin. Haha, ich hab's unterbrochen. Gut. Das erstmal gegen so einen Handyman gekämpft. Harter Kerl auf jeden Fall. War nicht, also auf schwer, also ich habe das Spiel ja, anfangs wollte ich das für mich selber auf schwer spielen. Und ja, bin ja froh, dass ich das jetzt für mich selbst auf normal spiele. Ein Karabiner nehmen. DeWitt, mein Junge, tja, die besten Einstellungstests sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Aber ich habe sie seit dieser Verlosung da neulich... beobachtet. Sie sind ein harter Hund und in solchen Zeiten brauche ich so einen wie Sie. Was auch immer du sagst. So, schauen wir doch mal. Schadensboost. Panzerfaust, Magazinverweitung, was ist das? Mehr Munition. Aber nichts Wichtiges. Mehr Präzision. Die Feuerrate des Präzisionsgewehrs um 100%. Das brauche ich mir jetzt aber noch nicht zu holen. Geht auch gerade. Geht ja auch gar nicht. Naja, okay. Dann belassen wir es dabei. Was wollen Sie, Fink? Tja, es droht ein Aufstand, DeWitt. Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten Pinkerton-Mann wie Sie. Ich bin nicht alt, hallo. Aber ich weiß eh, dass hier ein Kampf kommt. Weil wir hier überall Risse aufmachen können. Ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Okay. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also, ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Gliedmaße verloren hat. Okay. Schön, ist ja toll zu wissen. Booker, Fireman. Ja, den spreng ich weg. Warum klappt das jetzt nicht? Egal. Gut, Panzerfaust, ole. Komm mal her. Der soll herkommen, dieser Penner. So, kommt her. Alter, scheiße, ich sollte die Kleinen vielleicht erstmal erledigen. So. Oh, scheiße. Hm, glaube ich dir gerne. So, danke. Aber der Typ, den ich erledigt habe, der, das hätte mir auch gereicht. So, huh, das war knapp. So. Panzerfaust haben wir noch. Ein paar Schüsse. Ich würde aber irgendwie liebend gerne doch wieder eine andere Waffe nehmen. Nehmen wir einfach mal das hier. Das ist halt... Wow, von wo? Egal wer das war, der Typ stirbt. Ja, das war's mit dir. Huh, ganz schön knapp. Dieser junge Draufgänger ist ein... So, du kannst gleich weiterreden. Keine Sorge, ich will dich gar nicht unterbrechen. Naja, wir haben genug Munition. Euer Verehrer von Lady Comstock. Hier, gut aufheben. Aber ohne das alte Mädchen weiß er nichts mit sich anzufangen. Ich habe ihn an der Jobbörse ergattert. Keine Gnade für niemanden. Kein Geld. Ach, der Typ. Sie sind spitze, David. Einfach spitze. Komm her. Ha, das war ja einfach. Das ist ja einfach. Autsch,
Autsch, aua. So, blöder Saftsack. Kommt nur her, wo seid ihr? Ja, die Waffe gefällt mir. Also, genug des Vorgeplänkels. Ihr wahrer Gegner ist ein Automatenexperte. Ach, der Typ. Wenn alle Sicherheitskräfte durch Maschinen ersetzen. In einem hat er recht. Es wären weniger Euler zu füttern. So, das übernehme ich erstmal. Die Rache wird mein sein, so spricht der Prophet. Ja, man sieht's ja, ne, Kollege? Sie übertreffen alle Erwartungen, mein Junge. Weiter so. Ja, war nicht sonderlich schwer. Von was werde ich beschossen? Drecksteil. Alter, noch so eins. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Hier schnell. Boah, so close. Ich brauch Leben. Der Typ war ja. Danke. Der Typ war ja kein Problem, aber die scheiß Geschütze haben mich genervt. So, nehmen wir einfach mal die Gatling Gun. Wo ist das Teil? So. Als mir ihr Name genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob sie der Richtige sind für den Job. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen, ich kriege, was ich will. Ich könnte der erste Beweis sein, dass du es nicht bekommst. So, was habe ich verdient? Eine Schatztruhe. Oh ne, ist ein... Ich glaube, hier geht's runter. Ja, ich weiß, ich kann mir das schon vorstellen. Ich will mal was erkunden. Vielleicht finden wir hier irgendwo das Buch, obwohl... Naja, ich schau mal eben kurz. Wir haben nämlich in der Hektik noch bestimmt nicht alles abgegrast, was es hier zu entdecken gibt. Aber das war echt einfach die Gegner. Bis die mal geblickt haben, wo ich war, habe ich die direkt kaputt gemacht. Nur die Geschütze haben natürlich genervt. So. Genau, schauen wir hier mal. Eine Geldbörse auf der Toilette. Ja, das findet man immer gerne. Ich würde dir nicht empfehlen, hier reinzukommen, Elizabeth. Ist ziemlich ekelhaft. Gut, was gibt's hier hinten noch? Schauen wir uns das Kinestokop mal an, oder wie das heißt. The First Lady. Ah ja. Ein tolles kleines Filmchen. Wow. Interessanter Film. Wahnsinn. Patton bis sonst wo. Blockbuster. 20.15 Uhr auf Pro7, Leute. Oh, interessant. Ja, das war schon klasse. Hier ist etwas Geld. Die Beherrschung liefert entflammten Geliebten. Ist das jetzt ein Grafikfehler oder? Wahrscheinlich. So, hier waren wir überall. Hier gibt es nichts zu holen. Dann gehen wir mal wieder hoch. Und schauen, ob es da noch irgendwas gibt. Ah, hier sind noch ein paar Salze. So, hier waren wir auch noch nicht. Ein paar Silver Eagle. Was ist das denn? Präzisionsgewehr. Nehme ich mal mit. Was machst du da? Ah, drei Picks benötigt. Öffnen wir das mal bitte.
Ach, und hier ist ein Geschenk. Ja, war doch super, dass wir hier nochmal alles erkundigt haben. So, wow, 229 Silver Eagle, Wahnsinn. Und, nee, wieder nur Stiefel, super. Wenn du einen Gegner von einer Skyline aus tötest, hast du eine 50%ige Chance auf kurze Unverwundbarkeit. Ah, ist zwar gut. Ja, obwohl, das ist eigentlich besser als unsere Nahkampfangriffe. Ja, nehmen wir einfach mal. Ausrüstung anlegen. So, okay. Mehr gab es jetzt hier aber nicht. Schade, ich dachte, wir finden hier vielleicht das Buch oder so. Was wir benötigen. Also diese Übersetzung der Chiffre. Aber hier scheint nichts zu sein. Gut, von hier sind wir, glaube ich, gekommen, oder? Ja, von hier sind wir gekommen. Und dann sind wir, genau, wir waren, haben uns dann rechts gehalten. Da hinten waren wir aber noch nicht. Kommen wir denn da irgendwie hin? Mal schauen. Das möchte ich mal kurz wissen. Ah ja, da hinten ist noch eine Treppe. Da waren wir nämlich noch nicht. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass hier in irgendeinem der Räume bestimmt was ist. So, geht da hinten kein Raum irgendwie? Keine Treppen hoch oder so? Doch, da hinten. Aber die Treppen führen nicht zu diesem Gebäude. Nach da oben. Wie komme ich denn da hin? Oder kommen wir da erst später hin? Ah, hier ist auch noch was. Hier waren wir auch noch nicht. Cool, gehen wir hier auch noch mal rein. Was gibt's denn hier? Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Ja, gerne. Dankeschön. Ein Lockpick noch. Salze. Hier gibt's nichts mehr. Oh, eine Infusion. Auch gefunden. Wahnsinn. Und als nächstes erhöhen wir dann erstmal unsere Salze. Gut, das ist eine Schrotflinte. So, was gibt's hier? Eine Pistole. Aber auch kein Buch in Sicht. Aber cool, haben wir schon ein neues Ausrüstungsstück gefunden und eine Infusion. Ja, die Gegend zu erkunden ist halt echt ratsam. Und da oben kommen wir nicht hin. Und jetzt gehe ich auch mal weiter. Ich kann den Part aber, glaube ich, gleich auch mal beenden. So, was ist hier? Ein Voxophon. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Hallo. Na. So. Gut, das war ja einfach. Was ist hier? Das Waffenarsenal. Karabiner brauche ich jetzt nicht. Munition. Da. Chen Lin, Zelle Nummer 9. Hm. Das ist was für dich. Dann öffne das mal bitte. Ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunken machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Bitteschön. Dankeschön. So, mussten wir denn hier überhaupt hin? Ja, mussten wir. So, Ah! Gute Nacht. Und da waren sie weg. Das Codebuch. Da ist es. Das Buch für den Uhrenladen. Ja. Soll ich jetzt hier zurückgehen oder was? Ja, Leute, dann würde ich sagen, ist das hier eine perfekte Möglichkeit, den Part zu beenden. Und dann sehen wir uns zum nächsten wieder. Und ich laufe jetzt erstmal komplett zurück. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir vor diesem Code stehen. Bis dahin verabschiede ich mich und sage, ciao, Leute.